Hey, meine Freunde, wir sind inzwischen verkleidet als ein Wachmann, weil wir die in so langsam aber sicher weglocken. Dann räumen wir hier immer ein bisschen auf. Und jetzt locken wir auch den hier weg. Oh, fuck, 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 fuck. No way. Who dropped that? Wir müssen ja auf jeden Fall mal ausnocken. So, jetzt hauen wir ihn um. Jetzt hauen wir ihn um. Das ist der Moment. Boom. Zwar nicht ganz elegant. Aber hey. Wir haben es geschafft. Und wir können jetzt ins Labor eindringen. Tschüss. Perfekt. Wir sind im Labor. Ethos Field Lab. You made it. The virus prototype will be close by. Look for some type of quarantine unit. Gut, wo ist... Ah, da hinten. Ah, da. Da müssen wir rein, da hinten. Da ist es. Na, wie kommen wir da rein? Da ist irgendwie so ein Schlauch. Gut, den einen locken wir jetzt schon mal weg. Perfekt. Shit. Von wem wurde das jetzt bemerkt? Von niemandem. Zum Glück. So, rein mit dir. Aber der da kennt mich auch noch. Aber er sieht mich erstmal nicht. Ach, verdammt. Was haben wir denn jetzt gemacht? Das war vielleicht gar nicht mal so cool, was wir gemacht haben. Man hätte sich auch irgendwie denken können. Aber naja. Sorry. Ist ja gut. Beruhig dich. Können wir hier irgendwie rüber? Ach Mann. Ich muss irgendwie auf die andere Plattform da kommen. Und dafür...
gehen wir an der Röhre runter hier. Wo ist die? Da drüben. Hä? Was ist denn hier los? Oh, das ist alles nicht so einfach. Ach hier, genau die Röhre meinte ich. So. Runter. Jetzt bräuchte jetzt einfach eine Gelegenheit, da ranzukommen. Nur habe ich die nicht. So. Jetzt muss ich kurz... Das war keine Absicht, ich muss ganz kurz weg. Können wir da rein? Ich traue mich nicht. Okay, wir können hier rein. Okay, Hey, ich bin gerade komplett verwirrt. Oh shit, 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 shit. Payday next week. But you gotta admit, sometimes some people simply need to die. Also im Prinzip müssen wir uns als Doktor verkleiden. Aber hier kommt denn hier einer rein? Mann. Da kommt einer. Da kommt einer. Den können wir eventuell umboxen. Der sieht sehr gut aus. Den können wir höchstwahrscheinlich sogar umboxen. So, jetzt schnell, schnell, schnell. Schnell. Dann schnell wegziehen. Komm mit. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh, wir haben da eine Schrotflinte auf dem Rücken. Das sieht ziemlich kacke aus. Die sollten wir vielleicht mal loswerden. Noch ein Arzt. Oder Wissenschaftler oder was auch immer. Jetzt fallen wir halt unter den Wissenschaftlern direkt auf. Das ist eben so das Problem. Da müssen wir halt ein bisschen rumschleichen hier. Das wird unser Fluchtweg höchstwahrscheinlich werden. Vielleicht. So, hier rüber. Sieht alles sehr gut aus. Shit, erkennen wir. Hm.
Was passiert, wenn ich... Den nehmen wir mal. Ist es überhaupt ein Weg nach drin? Das bringt uns nichts. Mann. Looking good today, Doctor. Oh shit. Jetzt gehen wir vorbei. Gut. Brauchen wir so einen Anzug? Perfekt. Jetzt dürfte uns eigentlich keine Sau mehr erkennen. Oh mein Gott, Leute. Wir sind kurz vorm Ziel. Hallöchen, Freunde. In the sealed container. The virus prototype. Wieso sollten wir die Ratten vergiften? Wie können wir den zerstören? Den Virus. So, einmal. Und zweimal. Jetzt wird die Scheiße zerstört. Explodiert es jetzt hier? Ich hau lieber mal ab. So, hier raus. Dann hauen wir ab mit dem Flieger. Dann haben wir es geschafft. Und zwar jetzt. Eat the
security is in the dark about the incident. I feared the company knew about the virus, not even the board. Must have been someone at the lab. I understand. I'll get to the bottom of this. Boss is unhappy. I followed you from Italy. I guess when you're invisible, you stop looking over your shoulder. You did this. Iago exposed you. ICA did the heavy lifting. I just pulled some strings. Yeah, you mind? How do you expect... I play dirty. That's how you defeat a stronger opponent. You strike from behind. Now give me the key. You have a family? Trust me, if there's a weakness, Providence will find it. I'll take my chances. The key. Fine. Won't do you much good. It's funny. Cobb said the same thing. Thank you, messenger. Don't. I just killed you. Then we're even. Und damit ist die Mission erfolgreich abgeschlossen worden. Zwar nicht ganz perfekt, gerade was die Frau angeht. Da haben wir ein bisschen, das ging mir dann immer zu lang, da habe ich sie halt einfach erschossen. Aber wir haben den Herrn Caruso gut getötet. Was ist gut getötet? Wir haben ihn einfach, ja, doch, das war einfach, war doch eigentlich ganz, eine ganz passable Leistung, wie ich finde. Ich denke, das könnt ihr mir so bestätigen. Oder denkt ihr, wir waren schlecht? Nein, wir waren nicht schlecht. Nein. Es war erfolgreich. Und wir haben unfassbar einen Stern bekommen. Wir haben viermal einen Nicht-Ziel getötet, alle Kills unbemerkt absolviert und das Einsatzziel abgeschlossen, gab 29.000 Punkte, also relativ schlecht. Und wir haben eine Stunde und 5 Minuten dafür gebraucht. Alle Ziele eliminieren und den Virus zerstören. Und jetzt gucken wir gerade mal, ob es auch noch ein neues Ziel gibt, was es dann wieder als Bonusfolge geben könnte. Das haben wir auch schon in der ersten Episode gemacht. Da gab es ja noch dieses eine Bonusziel. Das war ja dieses eine Mitglied von dieser, von diesem Ding. Schauen wir kurz. So, es lädt. Was ist das? Eskalation? Gucken wir mal kurz. Die Scarlatti-Vereinbarung, Stufe 1, Verkleidung Priester. Ziel Giovanni Anselmi. Ja, das wird es dann wahrscheinlich wieder als Bonus geben. Oder warte, wo war denn das? Eskalation. Sex aus Sarajevo, genau das war's. Den Direktor haben wir getötet und den Vollstrecker. Müssen wir noch töten. Schwer zu fassende Ziele, da haben wir eins verpasst. Okay, der Fälscher. Alles klar. Eskalation. Naja, wir schauen uns das alles mal in aller Ruhe an und sehen uns in der nächsten Folge, beziehungsweise in der nächsten Episode in dem Fall. Bis dann und tschüss.